So Leute, willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Skyward Sword. Nach einer Ewigkeit geht's weiter. Wir sind hier bei der Statue der Göttin. Ich wollte nämlich zum nächsten Gebiet losfliegen. Hab so auf im Inventar geschaut, hab so gesehen. Oh Moment, ich muss das ein bisschen. Hab so gesehen, okay, wir haben alle Steintafeln. Und dann dachte ich, damit haben wir alle Gebiete, also die jetzigen Gebiete frei. Geöffnet so rum, aber wie ich hier gerade sehen musste, fehlt da natürlich die eine Steintafel, die wir jetzt einsetzen. So, da schieben wir sie rein, damit haben wir die Steintafeln komplett. Gut, mal schauen, was jetzt passiert. Jetzt sollte die nächste Ebene, wollte ich sagen, das nächste Gebiet sollte eröffnet sein. Mal schauen, ob das auch so ist. Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Seit Ewigkeiten auch nochmal aufgenommen. Aber jetzt hoffe ich natürlich, dass ich das Projekt regelmäßiger bringen kann. Vorzugsweise ein Part am Tag. Ah, okay, wie heißt die nochmal? Fei. Gebieter, ich stelle fest, dass sich in südwestlicher Richtung ein weiteres Loch in den Wolken aufgetan hat. Es führt dich an einen neuen Ort. Ich empfehle dir, diesen Ort aufzusuchen, sobald du dich auf die Reise vorbereitet hast. Gut, was das für ein Ort ist, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, inwiefern ich mich auf die Reise vorbereiten muss, beziehungsweise was ich da genau mitnehmen soll. Also gehe ich einfach so dahin. Ja, vielleicht fällt es auch auf, die Farben sind etwas kräftiger, sind nicht mehr so verschwommen, das Bild ist nicht mehr so verschwommen. Das liegt daran, dass ich mir so ein Komponentenkabel gekauft habe für die Wii. Dadurch ist das Bild halt etwas kräftiger, etwas qualitativ hochwertiger. Ich hoffe, euch fällt die Veränderung auf. Ich irre jetzt erst einfach mal ein bisschen herum und dann finde ich hoffentlich so einen Steg, wo ich runterspringen kann. Also ich hoffe, euch gefällt. Ich finde es auf jeden Fall schöner. Ab und zu kommt mal ein Black Screen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das Komponentenkabel nicht perfekt abgedichtet ist. Oh, ein Schmetterling. Moment, mal schauen, ob ich mir den einfangen kann. So. Ich bin ja ziemlich schlecht eigentlich in solchen Sachen. Merkt man jetzt auch wieder. Komm! Ja. Ich hab's einfach nicht drauf. Ich hab's nicht drauf, Mama. Ah, komm weg. Zack. Ah, schade, ich dachte, da kommt noch ein Schmetterling. Na gut, ich hab's einfach nicht drauf. Aber vielleicht lerne ich es ja irgendwann. Holen wir uns einen Wolkenvogel. Wie auch immer, Flugvogel. Ich glaube, zur gelben Säule müssen wir, oder? Ja, zur gelben Säule. Ist ja nicht so weit. Also fliegen wir gemeinsam dahin, sonst würde ich es ja schneiden. So. Alter. Hallo. Irgendwie, die Steuerung ist gerade ein bisschen... Irgendwie so... Keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. So schwabbelig, sag ich mal. Weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Ist mir auch egal. Ab geht's ins neue Gebiet. So, abspringen. Zack. Und flieg und sieg, mein kleiner Bühnenstern. Ab und zu gibt's halt Black Screens. Hab ich das schon gesagt? Weil das Komponentenkabel irgendwie nicht völlig abgedichtet ist und andere Kabel das Signal sozusagen stören. Keine Ahnung. Irgendwie sowas habe ich im Internet gelesen. Ich Ich kenne mich da jetzt nicht so super aus. Fei, was hast du uns zu sagen? Gebieter Fokka, ich habe dir etwas zu berichten. Wir sind nun in der Ranel-Mine angekommen. Oh, die Ranel-Mine. Was erwartet uns hier? Ranel-Mine. Seit Hunderten von Jahren wird diese Gegend nach und nach zu einer Wüste. Sieht man auch irgendwie. Und das ist die Gegend hier, die Ranel-Mine. Bis auf sie die letzte Gegend auch. Okay. Schön, schön. Ich schätze, dass Zelda hierher gekommen und bereits vorausgeeilt ist. Oh, Fei, danke wieder für die... Was ist das? Hä? Ach ja. Okay, hier können wir so Zelda suchen. Jop. Das weiß ich noch. Okay. Hallo. Hier haben wir erstmal ein paar Donnerblumen. Heißen die? Nee, wegstecken. Hier.
Ich muss erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen. Oh, ist das schon Artefakt? Das ist schon Artefakt? Okay. Das checken wir mal den Himmel. Zacki zucki. Und damit hätten wir das erste Artefakt. Ich habe mich überhaupt nicht erkundet, wo die Artefakte sind. Aber irgendjemand hat gesagt, dass wir 100.000 Mal in die Gebiete zurückreisen. Also von dem her ist es, glaube ich, auch nicht so schlimm. Im Moment gibt es hier nicht mehr von diesen Steinen. Die wollen wir gleich mal alle aufsprengen. Da ist schon mal was rausgekommen. Mal schauen, was. Ein Rubin. Na toll, bringt. Gibt es hier irgendwas außer Rubine? Das wäre ganz interessant zu wissen. Komm. Oh. Ja. Komm hier so runter. Oh, die habe ich sogar erwischt. Ich dachte, das reicht nicht mehr. So. Holen wir uns, was auch immer hier gelandet. Okay, wir waren mal wohl zu langsam. Ich glaube, es war nur ein Rubin. Hier noch nur ein Rubin, so ein blauer. Ja, ist jetzt nicht so tragisch. Gibt es hier was Tolles? Sammeln wir ein paar Donnerblumen auf. Also, sammeln wir sie. Ach ja, so. Tut mir leid. Alter. Wie gesagt, ich muss wieder ein bisschen mit der Steuerung vertraut werden. Hab's ewig nicht mehr gespielt. Und so ein Wii Crack oder Zelda Crack bin ich halt leider nicht. Hier ist so eine Statue, die ignoriert. Moment, da ist irgendwas. Können wir irgendwie so mit der Schleuder da irgendwas anrichten? Da, seht ihr? Schauen wir mal. Nochmal? Nö. Schade. Okay, gehen wir weiter. Moment, ist hier was? Nö. Okay. Moment, ist hier was? Nö. Okay. Moment, ist hier was? Mist. Ich hätte gedacht, da wäre vielleicht irgendwas Cooles versteckt. Ist es aber nicht. Hier ist eine Lore. Aber erstmal ein paar lästige Fledermäuse. Ja. Was ich immer mit dem Wort habe. Vielleicht machen wir den Part wieder ein bisschen länger, weil es der erste seit langem ist. Versteht mich nicht falsch, ich habe. Es ist nicht so, dass mir Zelda keinen Spaß macht, aber das Einzige, was mich bis jetzt davon abgehalten hat, Zelda weiter aufzunehmen, war. Was sind das für Dinge? Oh, vielleicht sollte ich sie nicht angreifen, wenn sie gerade unter Strom sind. Sondern wenn sie so nicht unter Strom. Na, natürlich wieder die Donnerblumen nehmen, beziehungsweise die Bombentasche. So. Komm, nimm einen. Ja, jetzt. Okay, zack. So ist schön. Ey, komm, nur Donnerblumen. Was? Nur Rubine? Ist ein bisschen lame, finde ich. Ja, okay. Toll. Ganz toll, ernsthaft. Komm ich darauf? Nö. Da muss ich wahrscheinlich die Lore dahin schieben, oder? Ja. Schieben wir die, beziehungsweise ziehen sie heran. Wie gesagt, das Einzige, was mich davon abgehalten hat, Zelda aufzunehmen, war erstens, dass andere Projekte natürlich da waren. Aber jetzt nicht primär das, sondern dass Zelda immer meistens mit viel Bearbeitungsarbeit verbunden war. Und ich einfach auf die Arbeit keine Lust hatte, ganz ehrlich. Das Spiel macht ohne Scheiß extrem... Oh, komm, spreng das Teil in die Luft. Los, sehr schön. Okay, das Spiel macht... Ich kann echt nicht werfen, ich bin... Boah, ihr dreckigen kleinen... Wie heißen die? Bei Final Fantasy heißen die halt Puddinge, oder? Wie hießen die auf... Egal, ist doch egal, wie die heißen. Ich nenne sie Kampfpudding. Ja genau, Kampfpudding hießen die bei Final Fantasy. Heißen sie bei Final Fantasy. Also nenne ich sie auch hier Kampfpudding. Was sollten sie denn sonst sein? Irgendwelche anderen Puddinge? Oh, wir haben keinen Platz mehr. Also, schieben wir das Teil mal. Nicht in die Luft gehen, Zelda. Link. Focke heißt er natürlich. Nicht Link. So, schieben wir die Lore mal. Okay, wie gesagt, ein bisschen mit der Steuerung muss ich vertraut werden. Da geht's aber nicht weiter. What the fuck? Hä? Und jetzt? Toll, war das umsonst? Ist nicht so ein, wie heißt das? Shika-Stein? Shika? Ich kenne mich da nicht aus. Irgend so ein Stein, der mir Informationen gibt, glaube ich, oder etwa, ne? Ist das? Hä? What? Was ist das? Oh, da war die eben angesprochen Black Screens, also am Anfang angesprochen. Dieser Roboter scheint schon sehr lange nicht mehr zu funktionieren. Ich verstehe nicht, was er uns sagen will. Liegt auch daran, dass es nicht funktioniert und ich erkenne das gar nicht als Roboter. Ist ja auch egal. Gibt es hier irgendwas außer Rubine? Weil ich will echt nicht
die Teile die ganze Zeit in die Luft sprengen und dann kommt nichts dabei raus. Ja, Rubin. Toll. Gibt's hier echt nur Rubine? Ich will auch nicht irgendwie was übersehen, das wäre blöd. Moment, schauen wir uns erstmal um, bevor wir uns dem Stein widmen. Hier geht's wohl nicht durch, nö. Okay, da geht's auch nicht durch, nehme ich an. Wir sind... Moment, kann ich die einsammeln mit dem Käfer? Geht das? Kleiner Käfer, flieg und sieg, beschere mir ein paar Rubine. Ja, geht auf jeden Fall. Okay, holen wir uns die erste Mal. So. La 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 la. Komm, wenden, wenden. Gibt's da noch welche? Da ist noch, da sind noch welche. Gut, komm. Hoffe, ich kann überhaupt noch lang genug fliegen. Okay, zack. Und. Ja, sehr schön. Jetzt kannst du explodieren oder was auch immer. So, wegstecken. Und, ja, komm, bitten wir uns einfach dem da. Reicht das schon? Ich dachte, ich muss den, das Schwert erstmal aufladen. Fruchtbarkeitsstein oder was? Was ist das für ein Stein? Fruchtbarkeitsstein, würde ich mal sagen. Oder? Frage, gib mal Informationen. Ja, wieso gibt es nicht Informationen über den Stein? Der wäre doch interessant. Schauen wir mal, was die kleinen Roboter zu sagen haben. Hier muss die Lore durch. Psst, geh aus dem Weg. An diesem Ort hat sich die Zeit verändert. Ach. Ein Zeitreisestein. Bam, bam, bam. Als du den blauen Stein getroffen hast, sind wir in der Zeit zurückgewandert. Ich schätze, dass wir uns hier in der Vergangenheit befinden. Hm, ich dachte, wir sind in der Zukunft, wenn wir in der Zeit zurückwandern. Okay, was sagst du uns? Quatsch uns nicht von der Seite an, du störst uns bei der Arbeit. Hm, sehr gesprächig, die Roboter hier. Ah, hier ist eine Lore. Cool. Aber was hat er zu sagen? Die Lore für die Steine der Zeit gedreht, gedacht. Die Lore ist für die Steine der Zeit gedacht. Menschen haben nichts da drin verloren. Verzieh dich. Bzzz. Okay. Hä? Ah, das ist doch die Lore, die wir. Ah, ja, genau. Oh, cool. Vergangenheit, Gegenwart. Vergangenheit, Gegenwart. Vergangenheit, Gegenwart. Moment. Hey, ich stehe gerade in zwei, nicht Zeitzonen, sondern in zwei Zeiten. Ihr könnt vielleicht in zwei Zeitzonen stehen. Ich stehe in zwei Zeiten. Huhuhuhu. So, hier bin ich ein Jahr alt und auf der anderen Seite bin ich 18 Jahre alt. Also wenn ich mein einjähriges Ich vergewaltige, bin ich pädophil. Bam, bam, bam. Ja, ja, ja. So ist das, Leute. So ist das. So haben sich die Entwickler... Nee, nicht rein. Du sollst schieben. Wieso geht rein? Okay, gehst du halt rein. Mir egal. Okay. Nein! Ah, oh, viel falsches Teil. So, Donnerblumen, ja, Donnerblumen. Du kannst mich mal Donnerblumen hier ablegen. Hier ablegen. Ja. Explodiere einfach. Ja, spreng mich in die Luft, komm! Gut, sehr schön. Hat es nicht getan. So, hier ablegen. Und hier nehmen wir wieder eine Donnerblume und noch eine und holen uns erstmal den Rubin hier. So, noch eine Donnerblume und hey, ist das spannend, wir nehmen noch eine Donnerblume und ist das spannend, wir nehmen noch eine Donnerblume und hey, ist das spannend, wir nehmen noch eine Donnerblume. Okay, was können wir mit dem Stein machen? Anhauen einfach mal. Alles, was wir noch kennen, hauen wir einfach mal an. Zack. Ah, jetzt sind wir hier wieder in der Zeit zurückgereist und die andere Dings ist zurückgeblieben, also in der Gegenwart, also gar nicht zurückgeblieben, sondern in Zukunft geblieben, wenn ich verstehe, was ich meine. Die Steine der Zeit bewegen uns und unsere Maschinen, ihre Energie sprengt jede Skala. Also würdest du sagen, it's over 9000, junger Mann? Du interessierst dich für die Steine der Zeit? Dann musst du ins Ranel-Steinwerk. Wo bin ich hier? Bin ich, ist das nicht das Steinwerk? Moment. Da muss man, glaube ich, einfach eine Donnerblume reinwerfen.
oder? Ja. Okay, sehr schön. Gut, einen Moment. Da gab es aber noch eine Tür, will ich die... Ah, tut mir leid. Ich gehe nochmal zurück. Weil da gab es noch eine Tür, die habe ich noch nicht erkundet. Nämlich, wenn ich mit der Lore da fahre. Moment, komm, raus da. Und anhauen. Zack. Wir schauen nur kurz, was in der anderen Tür da ist. Wahrscheinlich ist da gar nichts. Vielleicht ist da ein Herzteil oder irgendwas Cooles. Also schauen wir einfach mal rein. So, wir machen den Part sowieso ein bisschen länger, also können wir ruhig ein bisschen erkunden hier. Finde ich zumindest. Für mich ist das ja blind. Für euch vielleicht nicht. Hier eine Truhe. Hat sich also schon mal gelohnt, mal schauen. Du willst hier arbeiten? Dann nimm deine komische Kappe ab und setz einen Helm auf. Psst. Du hast auch keinen Helm auf, du Idiot. Okay, hier mal schauen, was in der Truhe ist. Hoffentlich was Cooles. Bitte was Cooles. Bitte was Cooles. Ja, 20 Rubine, hey, immerhin. So, können wir die Teile eigentlich in die Luft sprengen? Wäre irgendwie cool, finde ich die nicht. Zack. So. Okay, Rubin. Und vielleicht noch was. Also, gelohnt hat sich das nicht, muss ich mal sagen. Aber wir haben es mal gesehen. In letzter Zeit greifen uns komische Kerle an. Wir haben keine Waffen, um uns zu wehren. Die machen uns fertig. Psst. Was für komische Kerle. So Witzbolde, so Comedian. Oder meint ihr mit komisch seltsame? Man weiß es nicht, man weiß es nicht, man munkelt nur. Oh komm, kannst du ein bisschen schneller fahren? Ich will rausspringen. Ich will rausspringen. Okay, rein da wieder. Und fahr los. Nein, falsche Richtung. Falsche Richtung. Was los? Was da los, Digga? Alter, Mann. Okay, rein da. Let's go. Go west. In the open. Keine Ahnung, ich kenne das Lied nicht. Mit solchen Lieden setze ich mich nicht auseinander. Ich nehme solche Lieder auseinander. Gut, haben wir wieder da drauf. Zack, mussten wir das überhaupt tun? Der Weg war sowieso frei. Ich glaube, wir mussten das gar nicht tun. Der Weg war ja sowieso frei. Von dem her... Warte, bitte, bitte. Okay. Ja, also die sind einfach. Einfach nicht hauen, wenn die gerade unter Strom sind. Da können wir rüberlaufen, oder? Ja. So, und da einfach die Donnerblumen reinwerfen, oder? Ja. Okay, wenn ich sogar beim ersten Mal verstehe. Ach, das reicht nicht. Schade. Schade, schade, Schokolade. Lauf da. Zack. Okay. Und? Reicht das? Reicht das? Komm. Hä? Jetzt aber. Ja, sehr schön. Hey, so viele Donnerblumen haben wir gar nicht mehr. Ja, ein Rubin. Hey, ganz cool. Ganz cool, cool Story, Bro. So, rein da. Holen wir uns noch den Rubin. Schau. Nicht nur ein Rubin, sondern hier ein geheimes Versteck. Zack. Aha, hallo, den habe ich aber erwischt. Sowas von fies. Sowas von ultra mega fies. Das gibt's ja gar nicht. So, öffnen wir mal die Truhe. Und schauen, was hier drin ist. Oh, noch ein roter Rubin. Ey, mit dem werde ich erreicht. Na, beklagen sollte ich mich nicht. Rubine sind immer ganz cool. Und immerhin habe ich ein Geheimnis gefunden, auch wenn es nicht so krass gebracht hat, beziehungsweise nicht wirklich viel gebracht hat. So, da gibt es hier was ganz, ganz Tolles. Mal schauen. Erstmal gehen wir darüber. So, also hier rein. Sehr schön. Und holen uns den Rubin. Was ist das? Fledermaus? Wo? Ah, drei Fledermäuse. Wo kommen die denn her? Wieso greifen die mich nicht an? Ja, von mir aus. Greif mich halt nicht an. Was passiert eigentlich, wenn ich im Treibsand drin so ein, ja sagen wir mal, also diese einen dieser Mob-Items da einsammle? Versinke ich dann im Sand? Was willst du? Hau ab. Hau ab, Junge. Boom! Komm, boom! Komisch, dass die Donnerblume nicht versenkt. Was? Der spuckt mit Dingens. Was? Ich hab keine Donnerblume mehr, deswegen. Okay, dann weichen wir den Typen einfach mal aus. So. Moment, hier kann ich graben, oder? Kann ich graben. Aber nicht, wenn der Typ da ist. Moment. Die sehen irgendwie aus wie so Pokémon. Wow. Okay. Ich weiß nicht, wie ich den auswachen soll. Beziehungsweise, ich weiß schon, wie... Hätte ich ein Schild mitnehmen können? Ich hätte wahrscheinlich ein Schild mitnehmen können und dann, hätte ich das zurück katapultieren können, oder? Wahrscheinlich schon.
Gibt's hier irgendwo Donnerblumen? Das wäre ganz cool. Dann könnte ich mich von diesen Dingen da entledigen. Und Alter! Muss nicht rum! So! Ach was? Ich hab gar nicht gesehen, dass es das geteilt hat, aber okay. Gibt's hier irgendwo ein Geheimnis oder so? Deku kann. Ist nicht wirklich ein Geheimnis. Moment. Hä, wo sind. Habe ich die die Krallen da schon ausgerüstet? Schauen wir einfach mal. So, ich will mal schauen, ob ich da was graben kann. So, komm. Komm, grab. Grab. Wieso? Ich hab sie nicht ausgerüstet, oder? Wo sind die denn? What? Wo? Hier? Leute, was ist los? Wo sind meine... Da sind die ja. Wieso kann ich nicht graben? Hallo? Ich verstehe es überhaupt nicht. Was ist los? Wo... Hier, Grabklauen. Ich hab die doch. Leute? Leute? Wieso kann ich hier nicht graben? Ey, das gibt's doch nicht. Kann ich nicht an allen Orten graben oder was ist los? Ich verstehe es nicht. Egal, wie lange ist der Part denn? Oh, schon 20 Minutes. Gut. Wir machen den noch ein bisschen länger. Weil, ich habe ja keine Donnerblume. Ist ein bisschen blöd. Kann ich den nicht irgendwo einsammeln? Erstmal ein Herz hier einsammeln. So. Okay. Ein Roboter. Hier sind Donnerblumen. Oh yeah. Gut. Moment. Komme ich da rüber? Da komme ich doch niemals rüber, oder? Aber da ist irgendwas. Mythos. Mysterium numero uno. Moment, mal schauen, ob ich das Teil überhaupt treffe. So, komm. So, zack. Soll es eigentlich treffen, oder? Ja. Okay. Vielleicht entsteht dadurch eine Plattform oder so. Ne, das schaffe ich niemals, oder? Ne, das schaffe ich niemals. Ich will es gar nicht erst probieren. Okay, so. Hier kommt eins hin. Hier kommt eins hin. Und hier kommt eins hin. Beziehungsweise einer hin. Das ist ja eine Donnerblume. Die mich gerade getroffen hat. Toll. Ich dachte... Warte, ich schieb das einfach mal hier hin. Vielleicht passiert irgendwas, falls ja. Wenn es hier in der Sonne ist. Okay, mir stellen sich einige Fragen. Unter anderem, wie komme ich daran? Ich mache schon wieder die Karte auf. Hier Karte? Nö. Karte? Karte sollte jetzt hier irgendwo gehen. Karte? Karte? Ah, fu. Hallo? Wo ist mein Mauszeiger? Mein Cursor-Dings da. Ihr versteht schon was. Wo ist die Karte? Karte? Nein, nicht frei! Nicht frei! Nicht frei, nicht frei, nicht frei. Links, rechts, oben. Minuszeichen? Nö. Pluszeichen? Ah, Pluszeichen ist die Karte. Okay, so. Hätten wir das auch gekriegt. Die Kiste hab ich. Gut, da komme ich nicht hin. Da muss ich irgendwo. Was muss ich denn? Das ist die Frage, was muss ich hier machen? Also hier komme ich glaube ich noch nicht weiter. Da brauche ich eine Lore. Da muss ich wahrscheinlich hier irgendwie weiterkommen. Mal schauen. Black Screen wieder mal. So. Ich hoffe, das stört doch nicht zu sehr. Also solange es nicht in den dümmsten Momenten passiert, finde ich es jetzt nicht so schlimm. Aber mal schauen. Komm, renn. Ausruhen. Nee. Das hat nicht geklappt. Ich dachte, wenn ich so ein bisschen kombiniere mit Ausruhen und Rennen, klappt es vielleicht. Jetzt einfach mal mit Rennen versuchen. Renn! Los! Link! Los! Los! Bitte! Halt dich an den Stein fest! Ich bin tot! Schade, Link. Schade. Schokolade. Ernsthaft.
Ich verliere kein Leben, das ist schon mal gut. Ach, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Moment. Nee. Ach, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich irgendwo zurück, oder? Hier rein? Bringt das irgendwas? Nö. Schauen wir uns nochmal die Karte an. Also die Karte schauen wir uns nochmal an. Okay, ja. Moment. Wisst ihr was? Ich gehe nochmal kurz zurück. Okay, ey, schaff ich das? Nee, Mist, ich dachte, das reicht. Ich dachte, das reicht. Das reicht aber nicht. Ich gehe nämlich zurück und versuche nochmal mit den Zeitsteinen, ich weiß nicht, ob sie so heißen, ich nenne sie einfach mal Zeitsteine, mit denen ein bisschen rumzuspielen. Also vielleicht muss ich den zweiten gar nicht aktivieren, sondern nur den ersten, weil es bringt einfach mehr oder weniger gar nichts, dass ich den zweiten aktiviere. Reicht das? Ah fuck, wieso reicht das nicht? Ich dachte, das reicht. Mysterium über Mysterium. Okay, reicht das denn, wenn ich direkt rüber gehe? Mal schauen. Komm, Link! Spring! Spring, Link! Oh, du bist ein Idiot. Wenn ich hier Leben verlieren würde, würde ich schon beim Treibsand sterben. Aber zum Glück verliere ich kein Leben. So, erstmal hier rauf wahrscheinlich. So, hier rauf. Okay, egal, ich lass mich mal treffen. Ist ja nicht so, als ob ich dadurch sterbe. Nö, nö, nö. So, jetzt aber, das sollte reichen. So, hätten wir das geschafft. Puh, erstmal ausruhen. Und rüber da. Erstmal ausruhen. Und rüber da. Sehr schön, jetzt können wir direkt rüber. Und jetzt können wir direkt rüber, hoffentlich. So. Komm. Ah, links, sehr schön. Ich bin völlig außer Atem. Schaut mich an, ich bin ein Schwächling. Ich muss zwar Zelda retten, aber ich bin voll der Schwächling. Okay. Und können wir das vielleicht mitnehmen? Geht das? Nö. Okay, dann aktiviere ich einfach mal den anderen Stein da. Weil den muss ich ja gar nicht aktiv haben, theoretisch. Terroretisch. Also aktiviere ich den da. So. Komm. Aktivier dich, lieber Stein. Stein der Weisen. Okay, dann holen wir uns erstmal wieder ein bisschen Leben ab. Mal schauen, ist hier vielleicht Leben. Oder sonst irgendwie Rubine oder so. Ja, egal. Was mit der Blume hier? Bringt die was? Ah, cool. Ja, gut, dass ich die noch gesehen habe. Oh, ich hätte vielleicht vorlesen können, was da steht. Egal. Ist eine coole Blume, die könnt ihr eurer Freundin zum Geburtstag oder zum Valentinstag oder zum Hochzeitstag oder zum Monatswochentag. Ja, zum Wochentag schenken. Frauen haben es am liebsten, wenn man sogar den Wochentag feiert. Wisst ihr das? Also genügt nicht nur Jahrestag, sondern da muss auch... Hey, wieso fährst du zurück? Ich bin... nach vorne gegangen. Da muss man halt, wie gesagt, auch Wochentage feiern. Oh, Schatz, vor einer Woche habe ich dich getroffen, das war der schönste Tag in meinem Leben. Oh, Schatz, vor zwei Wochen habe ich dich getroffen, das war der schönste Tag in meinem Leben. Oh, Schatz, vor drei Wochen habe ich dich getroffen, das war... Ja, Schatz, ich liebe dich, ja. Ja, ich gehe nicht, weil mir langweilig ist oder so. Da ist noch eine Blume. Sondern, weil ich es toll finde, wie deine Augen im Licht des Feuers funken. So, keine Ahnung. Kannst du mir einfach ein Sandwich machen, bitte? Ich hab Hunger, ich sterbe vor Hunger. Hä? Nochmal ein Okay. Interessant. Okay, jetzt, das ist noch ein Rubin. Den holen wir uns einfach mal. Ja, wieso auch nicht? So, hier lang. Und dann hier lang. Und dann hier lang. Und dann Abwechslung mit dem Commentary lang. Und dann wird's immer spannender. Vor allem, wenn ich die Tonlage etwas ändere und ihr denkt, es passiert was Tolles, aber dabei passiert gar nichts. Gar nichts passiert. Ihr habt richtig gehört, es passiert absolut gar nichts. Außer, dass ich die Teile mal wegsprenge. Zack. Da hast du's. So, und jetzt... Komm. Das reicht. Ja. Und? Komm, nimm die Blume. Ah, warte, Jeppa. Okay. Da hast du's, Froschauge. Gut. Okay, das bringt mir gar nichts.
Ich schaue, ob ich da noch graben kann und dann beende ich diesen Part, weil wie es aussieht, hat es nichts gebracht. Was auch immer ich getan habe. Aber es hat nichts gebracht. Hm, hier kann ich auch nicht graben. Ich verstehe es nicht, wieso ich hier nicht graben kann. Ich gehe halt wieder hier hin, Moment. So, dann gehe ich wieder hier hin, so. Und dann gehe ich da. Nein, es sagt niemand. Ach, ich bin Idiot. Ich bin so ein Idiot. Tut mir leid. Tut mir leid, dass ich so doof bin. Was soll ich machen? Ich bin halt doof und da. Dann wird sich nichts ändern. So, gehen wir jetzt dahin. Aber ich habe mit allen Robos geredet, oder? Ich habe mit allen Robotern geredet, oder? Ja, ich glaube schon. Aber hier geht's nicht weiter. Hier geht's beim besten Willen nicht weiter. Ich muss irgendwie eine Lore hin, aber ich weiß nicht wie. Holen wir uns erstmal ein paar Dornblumen. Ich denke ein bisschen nach. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, meine lieben Freunde. Bis dahin, Leute, man sieht sich. Also, hier komme ich nicht normal durch, oder? Nö. Also, bis zum nächsten Part, liebe Freunde. Man sieht sich, schönen Tag noch. Und wisst ihr was? Genau. Tschüss.